Oh, ich weiß manchmal nicht, ob ich stehen oder sitzen soll. Verdammte Scheiße. Guten Abend. Heute ist Sonntag, der 29.11.2015. Und es ist inzwischen 2 Minuten vor 17 Uhr. Und das ist das Erste, was ich heute aufnehme. Ja, ich weiß auch nicht. Es geht mir so wie gestern. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es wirklich die Hüfte ist, was mir wichtig ist, oder doch die Nieren. Es ist, weiß ich nicht, merkwürdig und sehr unangenehm. Ich weiß auch nicht. Ich hatte nicht die Lust, was aufzunehmen. Und ich habe auch keine Ahnung, was ich aufnehmen soll. Ich stehe neben mir. Ja, ich stehe irgendwie neben mir. Die Nacht habe ich so beschissen geschlafen. Bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt geschlafen habe. Ich habe mir von einer Seite zur anderen gedreht, weil ich nicht wusste, wie ich liegen sollte, weil mir irgendwie alles wehtat und Kopfschmerzen hatte und Und ich bin mir sicher, ich habe irgendwann mal ein Paracetamol 500er bekommen oder so. Aber ich finde diese Scheißpackung nicht. Auf jeden Fall habe ich also nichts, was ich nehmen kann. Bin mir wohl nicht sicher, ob. Mal sehen, wie es mir morgen geht, ob ich dann zur Apotheke gehe und mir irgendwas hole. Oder. Ja, keine Ahnung. Ich muss mal sehen. Zum Arzt will ich eigentlich nicht. Brauche ich jetzt irgendwie auch nicht mehr. Freitag habe ich gerade, Samstag, Sonntag habe ich jetzt frei bekommen. Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich auch noch frei. Was habe ich davon, wenn ich zum Arzt gehe? Wenn es nicht besser werden sollte, gehe ich zum Arzt, aber ansonsten erstmal nicht. Ich trinke irgendwie nur noch Tee. Und ich weiß auch nicht warum. Warum? Also. Aber ich habe keine Lust auf Kaffee zum Beispiel. Also warum trinke ich Tee? Es ist so das Unterbewusstsein, was ihnen sagt, Tee ist gut für dich, weil man Tee immer bekommen hat, wenn man krank war oder so. Oder ist Tee wirklich besser, wenn man krank ist? Und dass Kaffee nicht gut ist, wenn man krank ist, glaube ich, oder keinen Unterschied macht, ob man krank ist oder nicht. Und Kaffee da nicht wirklich hilft, glaube ich. Ist klar, aber ich weiß auch nicht. Komisch, oder? Über was man sich Gedanken macht. Nein, ich habe heute irgendwie eine Zeichentrickserie geguckt, The Real Ghostbusters. Bestimmt 40 Folgen. Ne, 20. Ich glaube, ich hatte schon mal einen Teil geguckt vorher, irgendwie so. Aber ja, ein ganzer Teil an Folgen. Das war irgendwie. Ja, da musste man nicht groß nachdenken. Das konnte man einfach so auf sich einprasseln lassen und dann ist gut. Da musste man nicht nachdenken. Das war einfach nur so Unterhaltung. Jetzt gucke ich noch ein paar YouTube-Videos. Später nochmal mit dem Hund raus. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder sehr früh ins Bett fallen heute. Das bin ich auch schon. Ja, keine Ahnung. Relativ früh ins Bett gegangen. Ich glaube, das war's für heute. Ja, tut mir leid für so wenig Inhalt heute, aber wie gesagt, ich. Oh. Scheiße. Aua. Oh. Naja, gut. Wenn ich noch was aufnehmen sollte, was ich nicht glaube, schneide ich es jetzt dazwischen. Oder noch hinten ran oder so, keine Ahnung. Ansonsten sage ich schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und vielleicht gibt es morgen wieder mehr zu sehen. Tschüss und bis zum nächsten Video. Ich habe das mal analysiert. Das sind nicht die Nieren, die mir wehtun. Das sind so die Gelenke, die am meisten beansprucht werden. Also Kopf- und Gliederschmerzen halt, ne? Und zwar.